Herzlich willkommen zu Florian Homm spricht Klartext auf YouTube. Heute long overdue, also überfällig, ein Update zu dem brisanten Thema Kryptowährungen, Blockchain, ICOs. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr mich ein bisschen besser kennt, dass ich das bereits im Erfolg, im Crash, hatte ich einen Basket, so einen Korb zusammengestellt von 5 Kryptowährungen, die sind ungefähr 1000% plus im Schnitt gestiegen. Und danach nochmal in unserem Börsenbrief einen etwas veränderten Basket, der ist dann nochmal 300% gestiegen. Und dann haben wir gesagt, tschüss, aus, raus aus dem Sektor, rennt so schnell weg, wie ihr könnt, denn der Markt wird erwachsen. Damals, das war nicht so lange her, das war ungefähr im Januar, Dezember in dieser Phase. Und das lag daran, dass es Futures-Handel gab auf Bitcoin. Das heißt, der Markt professionalisierte sich zunehmend. Man erkannte auch mehr und mehr die Schwächen von Bitcoin und auch anderen Coins, die Mining-Komplexitäten, die Geschwindigkeitstransaktionsvolumen und so weiter. Das wurde durch das Lightning-Network zum Teil behoben. Und dann aber noch viel schwieriger Repression gegen Bitcoins, Regulierung und Besteuerung. Und seitdem tut sich diese ganze Krypto-Geschichte schwer. Es gibt immer noch recht gute Entwicklungen, aber der Mehrzahl der Kryptowährungen sind null wert. 95% null wert. Und das hatten wir auch gesagt. Und jetzt geht es in ein neues Kapitel. Für uns zumindest, weil wir uns doch sehr intensiv mit Aktien beschäftigen. Es kristallisieren sich Blockchain, Kryptowährungen, Dienstleister heraus und die sind im Börsensegment. Und das interessiert uns natürlich sehr, sehr, weil wir der Meinung sind, dass auch in diesem Segment, genauso wie bei den Kryptowährungen, viel, viel emotional abgelaufen ist. Sie viel, sehr, sehr, sehr viel durch Momentum und technische Analyse und Grafikmuster haben, bla, 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 steigt jeden Tag 50%. Die Phasen sind eigentlich vorbei, aber wenn man in diesem Bereich, und wir arbeiten daran, das werden wir Ihnen bestimmt mitteilen in den nächsten 3-4 Monaten, an einem Blockchain-Wert, der ein 5-10-Fachungspotenzial hat und einem, der sich halbiert, warum das, warum ist das für uns interessant? Ich sagte ja schon immer, in einem Markt, in dem Sie als Sparer enteignet werden, muss ich mir überlegen, ob ich nicht Total Return fahre, weil wenn es bummst an den Börsen, einen 50-70%igen Werteinbruch, einen 80%igen Werteinbruch, 82% hatten wir schon gesehen an der Nasdaq 2000 bis 2002, das kann wieder passieren, kann auch bei den Kryptowährungen passieren, habt ihr ja erlebt, viele Kryptowährungen haben 90% an Wert verloren, dann ist es doch ganz cool, dass ich bei einem stark fallenden Markt, mein Short verliert genauso viel wie mein Long und wenn der Markt konstant ist oder steigt, sollte die Qualität sich durchsetzen. Qualität ist das Endwort, mit dem ich abschließen möchte, weil Qualität setzt sich in der Regel immer durch, ob es inhaltlich ist, vom Format her auch hoffentlich und vor allem ja in der Analyse. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mir zugehört habt. Der Fundus ist eindeutig der, es gibt schon eine Spielwiese für Aktieninvestoren, Investoren im Kryptobereich, die wird größer und sie wird sehr gute Chancen bieten für den Long-Investor, für den Short-Investor, den Bessier und natürlich für den Total-Return-Investor, der mit beiden Seiten nach oben und nach unten spielt. Besten Dank, euer Florian Homm und tschüss.